Another day is dawning, a new song on the air. A brand new hope is forming, adventure, take me there. So, zuallererst würde ich euch ganz gern zwei, drei Dinge grob erklären, auf die ich eigentlich innerhalb des Buches immer wieder eingehe oder die ihr immer wieder lesen werdet und die ich auch in meinen Online-Kursen sehr, sehr oft als Fragen gestellt bekomme, gerade von Leuten, die bisher in erster Linie mit Acrylfarben gearbeitet haben zum Beispiel, ja, bei Aquarellfarbe. Wenn ich zum Beispiel im Buch erwähne, tragt einen hellen Ton der Grundfarbe auf, dann heißt das in der Regel eine sehr stark mit Wasser verdünnte Version der Farbe. Und wenn ich von einer dunklen Variation der Farbe rede, ja, dann bedeutet es einfach, dass es wirklich eine intensive Variante der Farbe ist. Also quasi sehr viel Farbpigment, sehr wenig Wasser. Und mit Aquarellfarbe ist das eigentlich die einzige Art und Weise, wirklich, ich sag mal, Farbabstufung hinzubekommen. Ja, ich will euch hier mal ganz kurz ein Beispiel zeigen. Wir wählen mal hier eine beliebige Farbe aus. Nehmen wir einfach mal das Perlin Red hier. Ein schönes, saftiges Rot. Und wenn ich mir das hier so ein bisschen auf meine Palette auftrage, ja, und das mal mit sehr, sehr, sehr viel Wasser verdünne. Dann bekomme ich da im Prinzip wirklich ein ganz, ganz helles Rot, fast einen Rosaton, ganz hellen Rosaton, ja, von dieser Grundfarbe. Also wenn ich jetzt sagen würde, eine helle Variation vom Perlin Red, dann würde ich in der Regel wirklich von einer ganz wässrigen Lösung von diesem Rotton reden, ja. Wie man sieht, hier sehr, sehr viel Wasser, sehr wenig Farbe an sich. Dann können wir da eine Abstufung zum Beispiel reinbringen, indem wir ein bisschen mehr Farbpigmente reinbringen, ein bisschen weniger Wasser. Dann wird das Ganze schon ein bisschen intensiver. Immer noch ein bisschen mehr in die rosafarbene Richtung. Aber schon intensiver als hier in der ersten Farbkachel, ja. Und ich denke mal, es ist naheliegend, wenn man jetzt noch ein bisschen intensiver, das heißt noch ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen weniger Wasser, dann ist die ganze Angelegenheit hier schon wirklich recht intensiv, recht dunkel. In dem Fall ist natürlich, es ist immer noch ein Rot, ja, es ist keine dunkle Farbe in dem Sinne, aber es ist einfach eine dunklere Variante von diesem Rot im Vergleich zu dem ganz leichten, sanften hellrot, rosa, hier ganz links im Bild, ja. So zum Beispiel. Und wenn wir dann wirklich ganz dunkel, in dem Fall ganz intensiv gehen, mit wirklich sehr, sehr viel Farbpigment hier und sehr wenig bis gar kein Wasser, also natürlich, was heißt gar kein Wasser, natürlich braucht man Wasser. Aber ich würde die jetzt halt direkt wirklich so, wie sie ist, aus dem Napf am Pinsel aufs Papier auftragen in dem Fall, und dann ist es halt wirklich sehr, sehr gesättigt, sehr farbintensiv. Und das würde dann quasi als dunkelste Version dieser Farbe gelten, ja. Also wenn ich sage dunkel, dann meine ich nicht abgedunkelt, indem ich es jetzt beispielsweise mit einem Schwarz oder mit einem Lila oder einem Braun abmische, abtöne, sondern halt wirklich diese ganz dunkle, intensive, gesättigte Version dieser Farbe, ja. Genau, das ist die erste Sache, die ich gern mit euch teilen wollte, einfach als kleinen Hinweis. Und dann eine Sache, die ich euch kurz zeigen möchte, demonstrieren möchte, weil ich finde, das ist enorm wichtig, ist dieses sanfte Verblenden, weil da passieren eigentlich immer so die meisten Fehler. Ich will euch jetzt mal ganz kurz demonstrieren, wie viele, ich sag mal, sanft verblenden. Wählen wir mal einfach mal hier ein schönes Orange zum Beispiel, ja. Die legen dann die Farbe halt irgendwo drauf und versuchen es dann halt irgendwie in eine andere Richtung zu verblenden. Sagen wir mal, ich habe die jetzt hier unten aufgetragen, ja, und möchte die dann sanft nach oben verblenden. So, dann versuchen sie die mit dem Pinsel nach oben zu pushen, aber im Prinzip verteilen sie die Farbe nur komplett. Egal wie weit ich jetzt hochgehe, ich würde die jetzt komplett nach oben verteilen, die Farbe.
Okay, also erstens schon mal ganz wichtig, dass ihr den Pinsel vorher reinigt und dann wirklich mit leicht abtupft. Aber dann wäre diese Richtung immer noch falsch, weil ihr nehmt die Farbe von hier unten wieder auf und pusht sie immer noch nach oben. Ihr bekommt zwar so einen leichten Farbverlauf, aber der ist halt sehr muschelig und ja, einfach nicht schön soft. Dann geht ihr wieder runter und im Endeffekt ja, endet ihr dann wirklich fast mit einem gleichfarbenen oder gleich intensiven Rechteck hier, ja. Obwohl ihr den Pinsel dann zwischenzeitlich auch gereinigt habt, ja. So, also daher ist das wirklich ganz, ganz wichtig. Ihr tragt die Farbe zunächst auf. Ich trage es jetzt mal wieder spaßeshalber hier unten auf, nur um euch es wirklich zu demonstrieren, ja. So, ihr tragt sie an einer Stelle auf. Ruhig auch ein bisschen intensiver noch. So. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, erster Schritt wieder natürlich Pinsel sauber machen. Leicht abtupfen, sodass er noch ein bisschen feucht ist. Und dann nicht in diese Richtung, sondern wirklich euer Werk drehen, sodass wirklich die Pinselspitze zur dunklen Farbe zeigt. Und dann könnt ihr hier schön ganz leicht an dieser Linie entlang gehen und diese Farbe hier ins Helle reinblenden. So holt ihr die wirklich ganz, ganz soft nach oben hoch. Jetzt würde ich zum Beispiel schon wieder den Pinsel nochmal sauber machen, abtupfen. Und dann geht er hier wieder entlang dieser Linie. Legt hier dieses Wasser wirklich aufs Papier entlang dieser Linie. Und dann könnt ihr wirklich sanft diese Farbe in diese Richtung hier verblenden. Da seht ihr, wie schön sich das nach oben zieht. In dem Fall macht es jetzt diese Form hier, was ich persönlich nicht schlimm finde. Aber da könntet ihr auch nochmal reingehen mit einem feuchten Pinsel. Einfach nochmal hier diese komplette Ebene aktivieren, es leicht hochziehen, Pinsel reinigen, abtupfen und dann hier wirklich weitergehen entlang dieser Linie und das ganz sanft nach oben ziehen. Hier nochmal Pinsel reinigen, abtupfen und dann hier nochmal entlang dieser entstandenen Linie, sodass ihr es wirklich ganz, ganz soft in diese Richtung hier holt. Ja? Könnt es dann auch zum Beispiel nochmal ein bisschen zurückpushen. Wenn euch die Farbe ein bisschen zu weit läuft, dann könnt ihr die immer noch wieder so ein bisschen runter nach unten. Aber auch ganz wichtig, dass der Pinsel immer in diese Richtung zeigt. Weil so bekommt ihr wirklich diese ganz sanften Übergänge hier im Bild. Ja? Und das, wie gesagt, generell bei meiner Art zu kolorieren, die ich auch im Buch vorstelle, ich benutze eigentlich diese Technik so gut wie immer. Also immer, wenn ich sage, sanft verblenden, dann achtet wirklich drauf, dass eure Pinselspitze in die Richtung der dunkleren Farbe zeigt. Das ist echt extremst wichtig. Wenn ihr eins aus dem Buch rauszieht, dann das auf jeden Fall. Weil so bekommt ihr wirklich diese ganz, ganz schönen, soften, sanften Übergänge, ja? Gut. Und dann würde ich euch ganz gerne noch kurz zeigen in Sachen Farbe, wie ihr Hautfarben mischt. Weil das ist auch mal so eine Sache, ich gebe ja da immer an, dass ihr einfach ein schönes goldenes Orange, goldenes Gelb oder Orange, hier zum Beispiel Verona Gold Ochre oder Quinacridone Gold, ist eigentlich mein Lieblingshautton, Hautmischton, mit einem Perlene Scarlet, Perlene Red zum Beispiel mischt für eine Hautfarbe, ja? Und da hat man dann meistens diesen Effekt, ich will euch das kurz zeigen, dass dann die Leute dahergehen und sagen, okay, ich nehme hier ein bisschen Quinacridone Gold, zack, und nehme dann ein bisschen von dem Perlene Red, zack. Und dann gehen sie aufs Papier. Mal kurz hier einen Schmierzettel nehmen und sagen, boah, das ist aber, das ist ja voll das krasse Orange, das ist auch keine Hautfarbe. Ja, und da ist wirklich enorm wichtig, dass ihr sehr viel Wasser verwendet und sehr, sehr wenig Farbpigmente. Ja, ich werde mir einmal ganz kurz hier erstmal die Swatches füllen. Hier einmal das Quinacridone Gold, wie gesagt, meine oder eine meiner Favoriten Hautton-Mischfarben. Dann nehmen wir einmal hier das Perlene Scarlet oder Perlene Red, je nachdem mit welcher Firma an Aquarellfarben ihr arbeitet. Ja, also ein schönes, saftiges Rot. Wie gesagt, da geht auch jedes Orange, Goldgelb und jedes Rot, da kriegt ihr nur so unterschiedliche Resultate, leicht, aber generell funktioniert alles, ja. Und wenn ihr es dann am Ende noch ein bisschen abmischen möchtet,
Sprich, wenn ihr es noch ein bisschen dunkler haben wollt zum Beispiel, da können wir dann noch so einen leichten Braun reinbringen. Da gehen wir dann einfach nochmal im nächsten Schritt kurz rein. Aber erstmal jetzt nehmen wir mal diese beiden Farben und mischen die mal so relativ mehr oder weniger in gleicher Menge. Ja, also hier haben wir jetzt das Quinacridone und Gold. Dann nehmen wir ein bisschen von dem Pearline Scarlet, ja. So, und wenn wir die jetzt einfach mal hier so zusammenbringen, dann haben wir hier zum Beispiel so ein recht rot. Es ist jetzt schon, das Rot hat schon, ich sag mal, einen leichten Überhang hier. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr da jetzt wirklich hergeht, ein ganz, ganz bisschen von der Farbe nimmt und ganz, ganz, ganz viel Wasser, also wirklich ganz viel Wasser, ja, dann habt ihr schon mal so euren ersten Hautton. Ein bisschen mehr ins Rot gehende, so ein bisschen leicht peachy, leicht pfirsich, farbend. Schon mal ein sehr, sehr schöner Hautton, ja. Könnt auch ein klein bisschen mehr Farbe nehmen, das ist ein bisschen intensiver, aber generell schon mal ein sehr, sehr schöner Hautton. Da ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr einfach viel Wasser nutzt, ja. Also sonst habt ihr einfach wirklich nur so ein Orange, was halt einfach voll ein drüber ist für eine schöne Hautfarbe, ja. Jetzt könnt ihr zum Beispiel einfach nochmal reingehen, noch ein bisschen mehr von dem Quinacridone Gold einmischen. Da nochmal schön stark mit Wasser mischen. Dann habt ihr hier schon wieder so einen Hautton, der ein kleines bisschen mehr ins Gelbliche reingeht. So beispielsweise. Ne? Nochmal ein bisschen mehr Quinacridone Gold dazu. Dann geht das Ganze noch ein bisschen mehr ins Gelbliche rein. Wie gesagt, ganz wichtig, immer sehr, sehr, sehr viel Wasser schön verdünnt, weil dann bekommt ihr diese richtig schönen, pudrigen Hauttöne hier, ja? Beispielsweise. So. Je nachdem, auch in welche Richtung ihr gehen wollt, da kann man natürlich dann auch noch mal ein bisschen intensiver werden, weil, ja, wer schon mal vom Make-up-Regal stand, der weiß, wie viele verschiedene Hauttöne es gibt. Genau, so wenn ihr jetzt ein bisschen mehr in diese Olivrichtung zum Beispiel gehen wollt, ja, olivfarbenen Hautton, oder wenn ihr ein bisschen mehr in einen dunkleren Hautton gehen möchtet, dann könnt ihr da zum einen so ein bisschen Burnt Sienna einfach mit reinbringen, ja, so ein leichtes Braun, nicht übertreiben, nicht zu viel, und bringt das einfach hier in euren Mischton mit ein. Behaltet wieder auch die Sache bei schön viel Wasser. Und dann geht ihr so ein bisschen mehr in so einen leichten braun, bräunlichen Touch rein. Ja. Wenn ihr einfach ein bisschen dunkler werden möchtet von der Hautfarbe her, je nachdem welche Ethnizität ihr da kolorieren möchtet. Und wie gesagt, könnt ihr auch ein bisschen mehr Burnt Sienna hinzufügen für ein noch dunkleres Braun, ja. Oder wenn ihr so ein bisschen einfach in diese Olivrichtung gehen möchtet, ich werde mal einfach hier dieses Burnt Sienna einmal rein swatchen. Oder wenn ihr auch, wie gesagt, in diese Olivrichtung so ein bisschen gehen möchtet, dann könnt ihr da auch einfach ganz simpel zu dieser Mischung hier, zu diesem Basishautton aus Quinacridone Gold und Pearline Scarlet. Ja. Und da könnt ihr dann einfach hier ein schönes Olivgrün wählen, sprich ein Grün, was so ein bisschen in diese, ja, eher in diese Forest, in diese Waldrichtung geht, in diese olivgrüne Richtung, ja. Wenn wir mal hier dieses Forest Olive Green zum Beispiel, und das könnt ihr dann wirklich einfach hier so ein bisschen mit einmischen auch, in diesen Grundton. Und dann geht einfach dieser Hautton so ein bisschen mehr in diese Olivrichtung. Natürlich, wie gesagt, nur ganz, ganz leicht vom Touch eher, weil ihr wollt ja kein grünes Marsmännchen. Obwohl, wenn ihr eine grüne Blumenfee malen möchtet, so wie im Buch, dann kann man natürlich auch ein bisschen mehr Grün reinbringen. Aber ihr versteht, was ich meine. Also, dass ihr da wirklich einfach so ein bisschen spielt, auch mit den unterschiedlichen Mischungsverhältnissen und dann wirklich da die unterschiedlichsten schönen Hauttöne für sämtliche verschiedene Nationalitäten, Ethnizitäten euch selbst anmischen könnt, ohne dass ihr da speziell Hauttonpaletten für benötigen würdet.
Es ist natürlich sehr, sehr praktisch, machen wir uns nichts vor. Und ihr seht hier, ich habe in meiner Palette auch so einige vorgemischte, vorgefertigte Hauttöne drin, einfach weil es teilweise natürlich einfacher ist, gar keine Frage. Aber ist halt wirklich nicht notwendig, wie ihr seht. Lässt sich auch ganz, ganz wunderbar selbst machen, ja. Wichtig, ganz viel Wasser, dann kommt er da auch ans Ziel mit. Also möglichst viel Wasser, eine möglichst wässrige Version der Grundmischfarbe, ja. Another day is dawning, a new song on the air. A brand new hope is forming, adventure take me there.